Sturmwolken ziehen sich über Europa zusammen. Misstrauen und Rivalitäten zwischen den Königreichen drohen, die Welt in einer Welle des Krieges zu ertränken. Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Let's Play Medieval 2 Total War. Dies ist mein erstes Projekt, was wir jetzt gemeinsam starten, und zwar als Einzelspieler in der großen Kampagne und das auch noch als Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Momentan besitzen wir auch noch glücklicherweise die meisten Provinzen. Jedoch schläft die Konkurrenz in diesem Spiel nicht. Wir spielen insgesamt eine lange Kampagne und unser Ziel ist es, 45 Regionen zu halten und dazu inklusive noch Rom, wo momentan noch der Papst lebt, was auch noch ein Problem für uns darstellen wird. Aber gehen wir erst einmal zu unserem persönlichen Intro von dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation über. Das Heilige Römische Reich erstreckt sich über einen gewaltigen Teil Europas. Beherrscht vom Kaiser, der vom Papst selbst gekrönt wurde, ist der Einfluss des Reiches stark und mächtig. Seitdem Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde, haben die Soldaten des Reiches für den Sieg gekämpft. Doch Krieg bleibt brutal, selbst wenn er von einem Heiligen Reich geführt wird. Die Deutschen haben im Reich die größte Macht, auch wenn es nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Um es zu früherem Ruhm zu führen, braucht es einen großen General. Und dieser großartige General sind wir also. Momentan herrschen wir über die Provinzen Frankfurt, Nürnberg, Staufen, Innsbruck, Wien und Bologna. Unsere Ziele werden jetzt noch sein: Florenz, natürlich Prag, wo auch schon einer unserer Reichsspione steht, Hamburg hier oben und hier unten Magdeburg. Und deswegen würde ich mal sagen, ehe Dänemark kommt, um sich Hamburg zu schnappen, stellen wir uns schon mal unsere allerersten Truppen hier in dieses rote Feld. Ja, mein Kaiser. Und warten erst einmal ab auf die Verstärkung aus Frankfurt. Nicht möglich, hier haben wir Kaiser. Einen wichtigen Mann, und zwar unseren General Dietrich von Sachsen. Er ist ein Familienmitglied
Und jeder Kommandant Mein hat Kaiser? den Vorteil, dass er zusätzliche Bonis mit in den Kampf bringt. Diese Bonis sind, oder die wichtigen Bonis für die Kämpfe sind das Kommando sowie die Ritterlichkeit, wovon er nichts besitzt, beziehungsweise die Furcht, die er ebenfalls nicht besitzt, traurigerweise. So, also ich schicke erstmal die Truppen los, währenddessen kann ich ja noch weitersprechen. Wenn Kaiser! unser Kaiser! General ritterlich ist, bedeutet es, dass unsere Leute einen gewissen Grad an Genug marschiert zusätzlicher für heute. Moral Ja, erhalten. Kaiser. Andersrum ist das bei Furcht so, dass die Gegner Angst vor unserem General haben. Um besser im Spiel voranzukommen, ist es immer wichtig, bestimmte Agenten zu haben. Am wichtigsten sind hierbei schon fast die Spione bzw. die Diplomaten. Wieso wir den Spion brauchen, werde ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Jetzt infiltrieren wir mal kurz Prag, also in der Hoffnung, unser Mann Ich schafft werde es. alle Mal Geheimnisse schauen. für das Reich lüften. Und da kommt auch schon die Videosequenz. Von einem Busch ausgetrickst, das ist ja wohl mal sehr lächerlich. Also, unser Spion hat es geschafft. Freut sich unheimlich und hat die Stadt infiltriert. Unser Vorteil ist, jetzt sehen wir A, welche Gebäude hatten die schon, was denen zur Verteidigung gilt. In diesem Falle ist es eine verbesserte Holzmauer, sowie welche Truppen da sind, in welcher Zahl. Und wie erfahren die sind, das sehen wir hier jetzt an diesem bronzenen Abzeichen. Zudem infiltriert er ja das Gesamte und kann uns auch die Tore öffnen. Wir haben jetzt eine 24-prozentige Chance, dass wir gleich einmarschieren können, ohne Rammböcke, wenn wir die Stadt belagern. Aus dem Grund schicke ich einfach mal Ja, mein ein Kaiser, weiteres ihr wünscht. Familienmitglied. Das wäre Maximilian Mandorf. Einen weiteren General Eure Befehle. zusammen mit weiteren Truppen erst einmal raus aus unserer Stadt, um Kaiser. jetzt noch Söldner zu rekrutieren. Die werden sehr, sehr wichtig werden. Niemand wird uns hier vermuten, So, Kaiser. Ein perfekter reisen in die Hinterhalt. nächste Provinz, schauen. Hier sind auch keine mehr, aber das ist gar kein Ja, Problem. Kaiser. Der Marsch endet heute Er hier, läuft Kaiser. jetzt Richtung Prag. Wir werden hier Eine rasten. weitere wichtige Ja, Person, die mein Kaiser. Reichsprinzessin. Diese ist dafür zuständig, einmal Du Nachwuchs nicht. zu bekommen und zum Zweiten soll sie diplomatische Aufträge erfüllen. Deswegen schicken wir sie jetzt einfach mal nach Frankreich. Die Dame braucht ihre Ruhe, das ist überhaupt kein Problem für uns. Sehr wohl. Peter Die Dame Scherer braucht ist ihre Ruhe. momentan unser Reichskardinal. Bedeutet, er ist Ja, nicht ein heiliger einfacher Priester, Kaiser. sondern wurde in den Rang eines Kardinals erhoben. Was uns ebenfalls kleine Bonis beschert. Und zwar kann unser Kardinal somit, wenn der Papst verstirbt, der In neue Papst Gottes werden, Namen. was Ich unser warne Ansehen beim Mordopfer. Papst Ja? natürlich unwahrscheinlich steigert, was ebenfalls unwahrscheinlich wichtig für uns sein wird. Ihr Gehen wir wünscht? jetzt erst einmal nach Stauffen. Befehle, Stauffen ist Kaiser? eine Burg, wie man sehr gut sehen Die kann. heutige Reise Eine ist Burg, vorbei. Wall, Burg. Während Frankfurt eine Stadt ist. Gebäude, Hall. Dürfte einleuchten. So, wir gehen jetzt mal in das Baumenü von Staufen rein und sehen hier, wir können eine Musterhalle bauen. Dies beschert uns vier Bauern, die wir täglich rekrutieren können, aber das ist mir noch zu blöd, muss ich ehrlich sagen. Wir werden jetzt eine verbesserte Burg erst einmal bauen. Schauen, was wir hier rekrutieren können. Momentan sind es nur Bogenschützen. Das ist relativ sinnfrei, deswegen bauen wir oder rekrutieren wir diese Leute nicht. Lieber stecke ich da mein Geld erstmal in Trampelpfade rein, um meine Leute hier halbwegs schnell durch die Welt schicken zu können. Hier ist es momentan schon vorhanden, deswegen einfach mal schnell eine Stadtgarde hingeknallt. Und dann gucken wir mal. Hier unten Florenz. Einfach einzunehmen, egal wie nupig man auch am Anfang ist. Wir bewegen uns vorwärts mit unserem General
Für das Reich. Wir bauen uns erst einmal zwei Rammböcke, dies dürfte reichen. Setz noch den Rest nach, weil das wäre ja wirklich fatal, wenn wir nur mit zwei angreifen. Dann sollte man ja doch. Hätte man doch noch die Chance zu verlieren und das wollen wir ja nicht. Dieses ganze Spiel ist rundenbasiert, deswegen beende ich jetzt die Runde. Die anderen sind dran und schicken selber ihre Diplomaten und ihre Krieger quer über die große Map von dem mittelalterlichen Europa. Und schon haben wir einen freundlichen Diplomaten von Venedig vor uns stehen. Dieser bietet uns das Handelsrecht an und fordert, also wir bieten ihnen das Handelsrecht an und dafür fordern wir momentan nur die Karteninformationen. Das ist uns läppisch, deswegen, wir sind auch Kriegstreiber, brauchen wir Kohle. 1000 Gulden sollten reichen, es ist ausgeglichen und sie akzeptieren das auch noch, Schwachköpfe. Ja, damit endet unser Treffen. Er bewegt seine ganzen Leute erstmal hin und her. Dort läuft auch schon der mailändische Diplomat. Die Rebellen haben uns rausgeschmissen. Und wir haben einen sehr guten Mann. Dieser Mann zum Beispiel hat Furcht. Das ist sehr gut, das gefällt mir. Und der soll gerne unsere Tochter heiraten. Hier oben haben wir Magdeburg, das habe ich euch auch schon gesagt. Da bewegen wir uns auch erstmal hin mit unserem Kardinal. Gegrüßt, Kaiser. So. Kaiser. Das geht, wir warten Kaiser. Dort. Kaiser! Bauen einen Rambock, zwei Leitern und belagern das Ganze erst einmal. Für euch besiegen, mein Kaiser. Das ist gut. Ja, noch schnell die Randnachrichten gelöscht. Die Armee belagert weiter, und Kaiser. Dann schauen wir mal. Dann setzen wir einfach nochmal die Truppen hier alle nach. Werden nochmal die Stadt infiltrieren. Ich nehme mal an, dass es wieder schafft. Er hat es wieder geschafft. Super, so muss es auch sein. Wäre traurig gewesen, wenn es nicht geschafft hätte. Durch jeden Auftrag erhalten die Agenten eigentlich weitere Punkte. Komischerweise hat unser Herr es nicht bekommen, aber das klären wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Befehle, Kaiser! Marschiert! Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser!